Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Cruise Talk zum Thema Familienkreuzfahrten bei AIDA Cruises und Norwegian Cruise Line. Reise an Bord von den Chefs von AIDA Cruises und Norwegian Cruise Line gehören bei den Schweizerinnen und Schweizer zu den beliebtesten. Jede Reederei und jeder Chef hat ihren eigenen Charakter. Mein Name ist Dario Cremona und bin Kreuzfahrtenspezialist hier bei Knechtreisen. Im Alter von 10 Jahren durfte ich meine erste Kreuzfahrt ab Iskina auf einer Mittelmeertour mit meiner Familie erleben. Es war eine wunderschöne Reise und ich mag mich heute noch an die einzigartige Reiseart Kreuzfahrten erinnern. Auf mittlerweile 30 Hochsee- und Flusskreuzfahrten habe ich mein Know-how und mein Wissen stetig erweitert. Knechtreisen gilt als Fernreisespezialist schlechthin, aber auch als Kreuzfahrtenspezialist. Neuerdings haben wir hier in Windisch unser Kreuzfahrtenkompetenzzentrum eröffnet. Wir beraten Sie gerne für Ihre nächste Kreuzfahrt oder besser gesagt Familienkreuzfahrt und freuen uns auf Ihren Besuch. Jetzt begrüße ich hier live aus Windisch den Bruno Hesser von AIDA Cruises und per Skype aus Wiesbaden den Michael Nowatzki von Norwegian Cruise Line. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein kleiner Hinweis. Unser Kreuzfahrtenteam wird den Live-Chat bedienen. Also wenn Sie Fragen haben rund um das Thema Familienkreuzfahrten mit AIDA Cruises oder Norwegian Cruise Line, steht unser Kreuzfahrtenteam während der Live-Sendung zur Verfügung. Ich bitte jetzt Bruno Hesser von AIDA Cruises, uns einen kleinen Einblick zu geben in die Welt von AIDA Cruises. Merci vielmals. Guten Abend, Dario. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne stelle ich euch da vor und freue mich über den speziellen Anlass. Ebenfalls herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, die vergangenen Monate sind sehr schwierig gewesen. Also für die gesamte Touristik und natürlich auch andere Bereiche. Und es wird auch in nächster Zeit noch herausfordernd bleiben. Wir sehen aber Anzeichen und Signale, dass es Wege zurück gibt. Gerade mit Kreuzfahrtschiffen, gerade wegen der eh schon hohen hygienischen Standards. Darum lautet unser Motto «Leinenlos für Zuversicht». Wir arbeiten daran, an einer baldigen Normalisierung und da hoffen wir natürlich auch weltweit drauf. Unser Ziel ist, in einem vernünftigen, as soon as possible, unseren Gästen wieder ein Kreuzfahrterlebnis zu bieten. Ganz im Zeichen mit Sicherheit die schönsten Ferien. AIDA hat derzeit total 14 Schiffe im Angebot. Ich sage darum Angebot, weil momentan fahren sie nicht. Aber im Portfolio sind sie und natürlich hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Grundsätzlich ist AIDA ein legeres, sportliches und aktives Produkt. Das ist natürlich alles freiwillig, ob man wie viele Aktivitäten das man machen möchte. Sehr beliebt, auch bei der Familie und natürlich Kids und Teens ist entsprechend die Kids Club. Und auch Teams-Aktivitäten, wo wir ganz separat fahren, weil natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse. Währenddessen können die Eltern beispielsweise im Wellness sich eine angenehme Auszeit gönnen. Natürlich wird auch Kulinarik in den verschiedensten Facetten grossgeschrieben und sehr vieles ist bereits im Reisepreis enthalten. Und jetzt bitte ich den Michael Nowatzki, auch einen Einblick in Norwegian Cruise Line zu geben. Norwegian Cruise Line, ja, vielen Dank dafür. Kurz zum Start ein paar Worte. Wir sind ein Unternehmen, das seit 1966 am Markt existiert. 1966 wurden wir gegründet als damals noch Norwegian Caribbean Line. Der Name ist mitbegründet durch unseren Gründer, einen Norweger, Knut Klosters von der Klostersreederei. Und der hat uns, wie gesagt, diesen Namen mit dem norwegischen Hintergrund sozusagen gegeben. Tatsächlich allerdings in den USA gegründet, haben wir dann in den folgenden Jahren ab 1966 sehr, sehr viele Innovationen durchgeführt. 1977 die erste Privatinsel, 2000 haben wir unser heute immer noch sehr erfolgreiches Freestyle Cruising gegründet, wie wir schon sagen, mit erfunden, auf den Markt gebracht. Und seit 2004 fahren wir auch als einzige Reederei weltweit ab bis Hawaii, haben in 2010 sehr, sehr viel weitere Innovationen, wie zum Beispiel unseren Haven, unsere Single-Kabinen gebracht. Das ist, grober Überblick über die Reederei. Eine Reederei mit 17 Schiffen in der Flotte.
starten mit der Breakaway Plus-Klasse, unsere größten Schiffe, um die 4.000 Passagiere über die Breakaway-Klasse, ein klein wenig, auch um die 4.000 Passagiere, ein klein wenig kleiner, und bis hin zu verschiedensten Größen und individuellen Schiffen, die allerdings alle das gleiche Konzept haben, da kommen wir noch später zu, und um bis zu 2.000 Passagiere herunterreichen. Und wie gesagt, das alles 17 Schiffe, 123 Länder und über 300 Traumziele weltweit. Ich habe dazu auch noch ein kleines Video vorbereitet. Das können wir uns gerne dann im Anschluss noch ansehen. Pull back the shades on a blue sky sunny day. Watch all the worries of the world just sail away. An ocean, keep your heart wide open. I'm too busy feeling this free. Im Marketing suchen wir immer nach Besonderheiten. Wie profiliert ihr euch mit eurem Schiff gegenüber den Mitbewerbern? Unser Hauptalleinstellungsmerkmal sind wahrscheinlich das, was uns ausmacht. Das sind unsere fantastischen Neubauten, Schiffe, die nach dem modernsten Standard gebaut wurden. Zuletzt die Norwegian Encore, ein wunderbares Schiff mit allen Möglichkeiten, die sich die Gäste heutzutage an Bord eines Schiffes vorstellen können. Begonnen mit einer umfangreichen Verpflegung, ganz, ganz vielen Restaurants, von Teppanyaki über ein Steakhouse, natürlich auch ein Buffet-Restaurant und all diesem, was sich so ein Gast an Bord wirklich heute wünscht und auch erwartet. Da haben wir wirklich alles gegeben, was die Möglichkeiten heutzutage hergeben. Im Bereich Service, ja, ich sag mal ganz klar, amerikanische Reederei. Ich sage mal immer, Service können sie einfach. Service ist das, was Amerikaner wirklich sehr, sehr stark auszeichnen an Bord der Schiffe. Sind wir extrem stark und das spürt der Gast auch jede Minute, jede Sekunde an Bord, dass er wirklich das Gefühl hat, hier wird wirklich jeder Wunsch erfüllt, gerade auch beim Essen. Ein wirklich hervorragendes Service-Level, das wir hier anbieten. Das Ganze dann durch eben, wie gesagt, die schönen Neubauten auch damit gepaart, dass man wirklich sehr viel Platz an Bord hat. Das Passagierplatzverhältnis ist wunderbar, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ganz wichtiges Thema, das immer auch wieder angesprochen wird, ist der Punkt bei Neubauten. Wie sieht es denn mit den Umweltaspekten aus? Wir haben ja ein sehr, sehr umfangreiches Programm, frei immer zum Nachlesen über unser Stewardship Report. Wir nennen es Sail and Sustain. Der Hintergrund ist wirklich, dass wir als Reederei Verantwortung übernehmen, sehr viel Verantwortung für das, was wir da tun. Auch wir wissen, wir bewegen uns auf den Ozean. Wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben für die Sauberkeit der Meere und für das, dass die Umwelt, die wir mit unseren Gästen erfahren und die auch so schön bleiben soll, wie wir sie vorher vorgefunden haben. Dazu haben wir auch ganz, ganz viele Umweltpartnerschaften abgeschlossen, die auch fruchtbar sind, wo wir auch sehr viel Geld investieren. Und das sind so ganz besondere Dinge, die uns sicherlich auch gerade mit den Umweltpartnerschaften abheben. Aber wie gesagt, ganz besonders die Neubauten, die wir in Zukunft auch weiter angehen werden, mit einem noch größeren Platzverhältnis und natürlich auch weiterhin mit einem hohen Fokus auf das Umweltgeschehen. Animation und all diese Themen sind bei uns natürlich auch sehr groß geschrieben.
haben wir ein unglaublich umfangreiches Programm. Die Highlights schauen wir uns später schon an. Und natürlich auch Shows, Abendentertainment, all das, was sich der Gast einfach auch wirklich vorstellen kann, wird auch an Bord unserer Schiffe umgesetzt. Vielen Dank, Michael, für den Einblick. Wie sieht es denn bei euch aus, Bruno? AIDA ist eine vergleichsweise junge Reederei mit knapp 23 Jahren und hat 1996 sozusagen die moderne Kreuzfahrt erfunden. Es ist auch die einzige Reederei außerhalb des Luxussegments, wo noch kleine Schiffe hat. Aber anfangen tut es mit den grossen, die knapp 6'000 Platz haben und sozusagen das Schiff einen grossen Teil der Destination ausmacht und natürlich darum bei Familien wegen der Vielfalt an Bord sehr beliebt ist. Aber eben, es gibt noch die kleinen Schiffe. 4 an der Zahl mit 1'400 Personen Platz. Mit denen fahren wir sehr spezielle Routen, Häfen, Regionen. Und dazu gehört das Programm AIDA Selection. Dazwischen fahren 7 mittelgrosse Schiffe. Etwa 2'200 Personen Platz. Mit normalen und auch speziellen Routen. Hervorheben möchte ich hier die saisonalen Überfahrten, wo man sozusagen vom einen Teil der Welt in einen ganz anderen Teil der Welt kommt. Also sehr, sehr eindrücklich. Auch können wir im Katalog schauen, die sind auch Transreisen genannt. Übrigens sind alle Schiffe innerhalb der Bauklasse sehr ähnlich oder sogar identisch gebaut. Wenn man somit ein Schiff kennt und dann auf ein anderes geht, dann ist man gerade wieder daheim. Vieles ist bereits inklusive. Das Wichtigste davon sind sicherlich Trinkgelder, Tischgetränke in den Hauptrestaurants, sehr viel aber auch Sportangebote und Kurse und natürlich das Hammer-Show-Programm, das den ganzen Tag in der einen oder anderen Form stattfindet. Ein ganz klassisches Animationsprogramm gibt es bei uns nicht. Stattdessen ist es, sind es ungezwungene Aktivitätsmöglichkeiten zu denen, wo man einfach hingehen kann. Das heisst jetzt ein Shuffleboard oder mal ein Volleyballtraining oder mal einen Tanzkurs und. Das ist wirklich einfach ganz spontan, kann man dort hingehen. Besonders ist AIDA auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das mit unserer gesamtheitlichen Green Cruising Strategie. Der vergangene Höhepunkt war mit der AIDA Nova. Die Indienstellung im Herbst 2018, das erste Kreuzfahrtschiff, das 100% mit flüssig Erdgas betrieben wird. Das reduziert und eliminiert die Emissionen nachhaltig. Weitere Schiffe, aber auch weitere technologische Entwicklungen sind am Tun. Und zum Beispiel nächstes Jahr werden auf der AIDA Nova Brennstoffzellen eingebaut. Das alles noch viel, viel mehr mit dem Ziel, 2040 ein völlig emissionsneutrales Schiff in Dienst stellen. Euren Kreuzfahrtpassagieren werden immer mehr Unterhaltungsmöglichkeiten und Attraktionen geboten. Welche Innovationen sind auf euren Schiff bereits umgesetzt worden und welche sind noch in Planung? Ganz grundsätzlich gilt bei AIDA, alles kann, aber gar nichts muss. AIDA setzt auf kulinarische Vielfalt in Service und Buffet-Restaurant. Ist ein sehr aktives Produkt, zum Beispiel im Fitnessbereich, ist rund um die Uhr geöffnet. Viele Gruppenkurse sind eben inklusive, aber eben nur, wenn man möchte. Wenn man nicht möchte, kann man auf den ganzen Tag pleckern. Sehr innovativ ist AIDA in der Routengestaltung. Nicht selten habe ich in den vergangenen Jahren Leute zum Beispiel an einer Messe oder an einem Kundenanlass können begeistern für eine AIDA-Buchung, weil sie eben die Route überzeugt hat. Insbesondere die grossen, auch Resort-Schiffe genannt, verfügen über riesige Vielfalt an Aktivitäten und natürlich Einrichten an Bord. Da ist zum Beispiel der Wasserpark Four Elements im hinteren Bereich vom Schiff. Mit Wasserrutschbahnen, Lazy River, Klettergarten, einem Familienrestaurant Fuego und ganz, ganz viel mehr. Dort geht es natürlich ein bisschen Leute zu und her. Der Beach Club im Mittschiff, da ist aber genau das Gegenteil. Da ist es ruhig, man kann tagsüber einfach baddeln, lesen, chillen, vielleicht einen Cocktail schlürfen oder ein Bier zwitschern. Am Abend verwandelt sich genau der Beach Club aber in eine Event-Location. Mit Liveband und natürlich auch speziellen Auftritten. Speziell erwähnen möchte ich auch, ab der AIDA Blue haben wir ein Brauhaus an Bord. 3 verschiedene selber braute Bier in einer bayerischen Atmosphäre, sei schon dispediert. Die Speisen sind inklusive, nur Getränke sind separat. Das Paarschiff früher, nämlich ab der AIDA Diva,
Also am ersten mittelgrossen Schiff ist das sogenannte Theatrium. Einfach zusammengesetzt aus dem Theater und Atrium. Bildet das sozusagen so den geografischen Mittelpunkt vom Schiff. Dort sehen wir unsere eigen kreierten und einzigartigen Shows über drei Decks hinweg. Tagsüber sind aber auch Kunstaktionen, Tagshows, Ausflugspräsentationen und viele weitere Überraschungen statt. Ganz viel Innovationskraft fließt aber auch bei uns natürlich in die sogenannte Digitalisierung. Zum Beispiel der Check-in-Prozess ist nebst den Reisedokumenten-Booklet, die ihr bekommt, völlig papierlos. Auch an Bord kann man mit einem Smartphone oder zum Beispiel mit einem Tablet sich orientieren über das Bordnetz, über Aktivitäten, da kann man auch Aktivitäten buchen. Und auch der Zweig, der digitale Zweig, wird ständig ausgebaut. Also du merkst, Dario, bei AIDA zählt nicht gern grösser, schneller, weiter, sondern die konsequente Entwicklung des Produkts, da steht bei uns im Fokus. Vielen Dank, Bruno. Dann gehen wir doch über zu Norwegian Cruise Line. Michael, was findet man bei euch an Bord, respektive was ist noch geplant in Sachen Innovationen? Also zu den ganz neuen Planungen an Animationen mit der neuen Leonardo-Klasse, die in 2022 kommt, kann und darf ich noch nicht so viel sagen, aber da wird es sicherlich auch wieder ein paar tolle Überraschungen geben. Was wir auf den letzten Schiffen jetzt umgesetzt haben, auch gerade auch jetzt für Familie interessant, sind eben solche Sachen wie so kleine Erlebnisparks oder Entertainments wie auf der Norwegian Encore und auf der Norwegian Bliss Lasertag Arena. Das sind dann doch was Besonderes zum Beispiel. Das findet man, glaube ich, so auf so einem anderen Schiff jetzt nicht so. Oder, und das ist natürlich das allergrößte Highlight, sind unsere Kartbahnen an Bord. Haben wir bis jetzt auf drei Schiff, auf der Joy, auf der Bliss und auf der Encore umgesetzt. Und ein sehr, sehr, das würde ich mal sagen, ist etwas, was absolut herausragend ist. Und das sind wirklich, wie du so schön sagtest, die Gadgets an Bord, die wir da umgesetzt haben. Nebenbei dann, wie gesagt, noch sehr, sehr umfangreiches und auch spezielles Dining-Programm, wie sowas wie Food Republic, wo so Fusion Food an einem iPad bestellt werden kann und dann wird das dann gebracht. Und das sind ganz, ganz tolle Sachen, die auch gerade Familienspaß machen, hin zum Teppanyaki, das wir schon lange an Bord haben, aber wie gesagt, konsequent einfach auch wegen der großen Beliebtheit einfach auch erweitern und auch wirklich sehr viel Platz den Gästen für anbieten, für spezielles Dining, was wirklich unsere Spezialität ist. Eure Schiffe gelten alle als recht gross. Könnt ihr das Wort gross aus eurer Sicht definieren und wie wirkt sich das aus auf einen Kreuzfahrtpassagier an Bord? Ja, groß ist ein Schiff. Ich sag mal, unsere größten Schiffe haben eine Bruttoraumzahl von 167.000. Das klingt jetzt erstmal nach gar nichts. Man kann sich so eine Zahl vielleicht auch überhaupt erstmal nicht vorstellen. Die Größe der Zahl ist immer sehr, sehr schwierig. Wir haben da man rechnet da gerne ein Bruttoraumzahlverhältnis den Passagieren. Nennt sich dann Passenger Space Ratio und da kommt bei uns so eine Zahl bei den allermeisten Schiffen von um die 40 raus bis hin zu 42. Das bedeutet, wir befinden uns da wirklich im oberen Bereich der Reedereien, der Mainstream-Reedereien, der Reedereien mit großen Schiffen. Groß bedeutet dann, wie gesagt, dass aber trotzdem, ich sag mal, so eine greifbare Zahl BAZ oder eine Passenger Space Ratio von 40 bedeutet dann letztlich, wie kann man sich das vorstellen? Eine Telefonkabine hat ungefähr eine BRZ. Ja, das sind also praktisch jeder Mensch hat an Bord des Schiffes durchschnittlich so viel Platz wie in 40 aneinandergereihten Telefonkabinen in der Raumzahl. Und das ist schon wirklich sehr viel. Es gibt da durchaus auch Beispiele, wo man weniger bekommen kann. Aber wir sind da im oberen Bereich und werden da, soweit ich weiß, in unserer Klasse auch kaum überschritten. Vielen Dank, Michael, für den Einblick. Gehen wir doch über zum Bruno Hesser, AIDA Cruises. Ja, da hast du absolut recht. Wie schon vorhin gehört, haben mittlerweile auch bei AIDA die grossen Schiffe Einzug gehalten. Aber eben nicht nur.
Es gibt gäng noch die 7 mittelgrossen und eben auch noch die 4 kleinen Schiffe. Die erfreut sich grosser Beliebtheit und die Vielfalt, sozusagen die drei verschiedenen AIDAs, das ist sehr, sehr einzigartig innerhalb von einer Reederei. AIDA Prima, AIDA Perla und AIDA Nova, die wirken im Hafen sehr imposant. Manchmal sogar beim Anflug schon, wenn man es im Hafen sieht. Interessanterweise aber reagieren die Leute sehr erstaunt, wenn sie nach ein paar Tagen an Bord sind und dann erst erfahren, wie viele Gäste das tatsächlich mitreisen. Dass man das gar nicht merkt, ist der genialen Aufteilung und der Vielfalt zu verdanken, die diese Schiffe auszeichnet. AIDA konstruiert die Schiffe selber und somit für uns bei jeder Neuentwicklung auch die Erfahrungen von den letzten Schiffen mit innen. Auf Studiereisen, wenn ich aber sage, so und so viele Leute reisen mit, dann glauben mir die Leute das fast nicht. An Deck herrscht grundsätzlich eine stete Rotation. Also man findet eigentlich fast immer einen feierigen Stuhl. Ich habe das zumindest gerne so erlebt. Aber und auch mit Familie, mit zwei Kindern, sollte man mal doch nicht fündig werden, dann freut sich die Hängematte auf dem Balkon auf einen Besuch und dann kann man es vielleicht einfach später nochmal an Deck probieren. Und grosse Schiffe werden jetzt auch mehr geschätzt als früher. Nämlich, sie bieten einfach mehr Platz, mehr Individualität für den Gast. Was heisst eigentlich grösser? Das heisst, grösser heisst, die Schiffe werden länger, höher, aber auch breiter. Und breiter, das bedeutet längere Kabine. Bruno, beschreibt doch eure schönste Kabine an Bord. Wie gross ist die und was zeichnet die ganz genau aus? Ganz grundsätzlich stehen insgesamt 22 Kabinenkategorien zur Auswahl. Das ist natürlich hauptsächlich der grossen Schiff zuzusprechen. Ganz vereinfacht sind es eigentlich bei jedem Kreuzfahrtschiff innen, außen, bei uns genannt Mehrblickkabine, Balkon- und Verandakabine und natürlich verschiedene Suitenkategorien. Mir persönlich gefallen die Balkonkabine sogenannt achtern, also am Heck, sehr, sehr gut. Man sieht immer die Fahrtlinie, natürlich, wenn das Schiff unterwegs ist. Und man hat immer so einen Rundumblick, also sehr, sehr beruhigend. Als Familie bevorzuge ich die sogenannte Verandakabine Deluxe ab der AIDA Prima. Da haben wir ausgiebig Platz, weil sie eben entsprechend lang sind. Ferner, das ist auch wieder ein Vorteil von der grossen Schiff. Es gibt keine Kabine mehr mit sogenannt eingeschränkter Sicht. Weil hinter den Rettungsbötchen sind eben keine Kabinen mehr, sondern öffentliche Bereiche, wie zum Beispiel Rezeption oder verschiedene Restaurants oder Fitness und so weiter. Also darauf muss man nicht mehr achten. Und auch die 10-Not-Rettungsübung, die findet nicht mehr für aussen statt, sondern die Musterstationen sind im Inneren angesiedelt. Und wie sieht das bei euch aus, Michael? Also mit der schönsten Kabine, mit der einzig allein schönsten Kabine tue ich mich so ein klein wenig schwer. Ich schwanke immer da hin und her. Es muss ja nicht immer die größte sein. Einerseits natürlich unsere Familienkabinen, die wir auch in unserem Haven-Bereich haben, zu dem ich gleich noch was sage. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Kabinen, so um die 50 Quadratmeter groß, für Familien optimal geeignet mit zwei Kindern, weil sie einen extra separaten Schlafraum haben und ein ausreichend großes Bad und dann noch so ein kleines Wohnzimmer dabei. Das ist für die Passagiere, gerade für die Familien, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Es gehen dort bis zu 6 Personen sogar rein, aber mit 4 Personen sind sie wirklich optimal bedient. Wie gesagt, diese Familienkabinen auch großteils auf den neuen Schiffen in unserem Häfenbereich. Und da komme ich eben, wie gesagt, zu dem zweiten Punkt, unsere fantastischen Haven-Suiten, die zwischen 100 Quadratmeter bis hin zu der Gartenvilla, und das ist wirklich dann das Highlight, von über 400 Quadratmetern gehen. Also das sind dann wirklich, da steht ein Piano im Raum dann drin und man hat so einen kleinen Gartenbereich dabei. Das sind dann schon so die Highlights, die ich an Kabinen wirklich jetzt definieren würde. Bei der Größe der Flotte, wie gesagt, nach oben. Jetzt nimmt es mich doch noch Wunder, Michael zum Beispiel, was ist dein Kreuzfahrterlebnis, das du niemals wirst vergessen? Also mein bisher beeindruckendstes Kreuzfahrterlebnis war vielleicht, ich bin überhaupt kein Fan von Musicals. Und als ich bei uns dann in eine Show gegangen bin, ein Musical gesehen habe, habe ich, muss ich mal sagen,
ich hatte wirklich Gänsehaut. Also das war das Musical Choir of Men. Und das war so unglaublich gut inszeniert. Wir haben so tolle Profis dort an Bord, dass ich wirklich sagen musste, ich bin dadurch wirklich zum Musical-Fan bei uns an Bord geworden. Das ist für mich so eins der ja eingebrannten, tollsten Erlebnisse im Bereich Show. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stark geprägt. Und natürlich auch die Größe der Schiffe und dieser Platz an Bord. Diese Möglichkeit, sich in dieser Observation Lounge mal morgens zurückzuziehen und einfach, wenn wir über den Ozean fahren, einfach alles aus Kapitänssicht anzusehen. Und Bruno, was ist dir geblieben? Das ist eine gute, schwierige Frage, weil es sind allesamt wahnsinnig schöne Reisen. Ich habe jetzt gerade auch wieder so Backflash-Erinnerungen. Also sehr, sehr beeindruckend war Amazonas, das ist schon ein paar Jahre her. Dann aber auch Prinz Christian Sund Passage in Grönland. Ja, oder auch frühe Einläufe, also wir haben wirklich ganz früh am Morgen, so 6:30, 7:30 zum Beispiel in Bergen oder in Singapur. Ja, also das sind schon Hühnerhaut-Momente. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, da kommt es gerade wieder zurück. Ich bin generell jemand, der eine Stunde bis anderthalb Stunden vor dem Einlaufen an Deck ist. Das ist so eine recht kleine Community und man schwebt einfach sowieso lautlos an der jeweiligen Hafen oder die jeweilige Stadt. Und zum Beispiel gerade in Singapur geht einfach vor einem die Sonne auf. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Also du merkst, ich könnte noch viel, viel weiter und länger schwärmen. Auch unsere Familienferien letztes Jahr. Gerade mit zwei Familien bin ich auf der Aida Nova und ist einfach unvergesslich. Das Allerschönste fing ich, wenn man die Cruise einbettet in ein Vor- und Nachprogramm. Da kann ich in Hamburg sein, da kann zum Beispiel, oder sogar in Meierwerf noch anschauen und dann das Hamburger Schiff. Da kann man ein bisschen zu Mallorca und nachher das Schiff oder umgekehrt. Oder, ich habe es vorhin erwähnt, mit dem mittelgrossen Schiff, wenn die Überfahrten machen, zum Beispiel Asien, ich war eine Woche in Bangkok, dann mit Aida Bella bis auf Cochin, ein paar Tage in Indien, dann auf Dubai und dann wieder heim. Also das sind die hammerschönsten Reiseerlebnisse, finde ich persönlich. Vielen Dank. Dann gehen wir doch über zur aktuellen Situation. Bruno, führen dir momentan Kreuzfahrten durch? Ja, aber es ist ein bisschen schwierig. Also wir haben einen erfolgreichen zweiwöchigen Neustart gemacht mit Aida Blue, die sogenannte Bella Italia-Reise, und haben absolut auch bewiesen, als vierte Reederei jetzt, dass sicheres Reisen möglich ist. Dann hat aber die deutsche Bundesregierung beschlossen, man sollte nicht mehr reisen, und dem tragen wir natürlich Rechnung. Das heisst, wir haben den ganzen November wieder unterbrochen und sind zuversichtlich, dass wir im Dezember wieder starten können, das dann auf den Kanarischen Inseln. Ganz grundsätzlich geht es darum, jetzt bei unseren Reedereien, die unterwegs sind, einfach wirklich Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen, die positiven Erfahrungen, dass wir mit der ganzen Situation umgehen können, natürlich auch beglaubigt zu sammeln und mit dem einerseits zu euren Kunden zu gehen und zu sagen, schaut, wir haben eine sichere Destination, aber auch zu Behörden weltweit zu gehen und denen können beweisen, schaut, ihr könnt uns helfen aufmachen, es verhebt. Michael, wie sieht es bei Norwegian Cruise Line aus? Führt ihr aktuell Kreuzfahrten durch? Also aktuell haben wir kein Schiff in Betrieb. Die Schiffe sind momentan ohne Passagiere alle. Und wir haben auch bis Ende des Jahres 2020 keine Kreuzfahrt geplant. Es sind alle abgesagt. Es gibt noch keine Entscheidung darüber hinaus zu diesem Zeitpunkt. Der Plan ist natürlich, möglichst bald im Einklang mit den Behörden, haben ja auch einige Behörden etwas mitzureden, sehr viel abzustimmen, möglichst bald, natürlich in 2021, wieder zu starten. Aber dazu gibt es, wie gesagt, noch keine direkten, definitiven Planungen. Und da müssen wir leider uns noch ein bisschen gedulden. Die Frage geht an Bruno. Wieso habt ihr euch entschieden, die aktuellen Abfahrten zu annullieren? Das ist ganz klar basierend auf der deutschen Bundesregierung. Das Gesundheitsamt hat beschlossen oder hat empfohlen, alle Reisen zu untersagen.
Und weil wir natürlich eine deutsche Reederei sind und im ganzen deutschsprachigen Raum eigentlich unseren Markt haben, unsere Kunden haben, haben wir gesagt, mal, das stützen wir. Natürlich geht es immer darum, was wir jetzt machen, da profitieren wir dann nachher. Und darum haben wir im November alle Kreuzfahrten nochmal ausgesetzt. Und sind zuversichtlich, dass wir jetzt in den nächsten Tagen loslegen können. Natürlich bedauern wir das. Und es ist, allgemein ist es sehr, sehr wichtig, dass, ich sage jetzt mal, ein bisschen theoretisch die ganze Maschinerie wieder in Gang kommt. Aber man darf nicht einfach nicht übertreiben. Und man muss die Geduld haben. Michael, dann ganz eine konkrete Frage. Gibt es bei euch schon Pläne für einen Neustart? Die konkreten Pläne sehen tatsächlich so aus, dass wir, sobald wir also im Moment ist die Situation so, dass die CDC in den USA eine sogenannte Conditional Sale Order erlassen hat. Das heißt, auf Kreuzfahrten können unter Auflagen möglich sein. Das wird sicherlich erstmal anfangen mit Testkreuzfahrten, damit man auch das neue Sicherheitskonzept und Schutzkonzept an Bord ausprobiert und auch entsprechend perfektioniert, dass es dann wirklich ganz, ganz sicher ist, wenn wir die ersten Fahrten anbieten. Das ist praktisch so Roadmap, die Fahrten wieder aufzunehmen. Und dann planen wir, wie gesagt, Stück für Stück ab dem Zeitpunkt, wo wir dann die Möglichkeit haben und das dann auch als sinnvoll erachten. Frank Del Rio, unser CEO, hat gesagt, er möchte keine Fahrt starten, wenn er nicht sicher ist, dass er seine eigene Mutter an Bord sicher bringen kann. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, der dann auch alles sagt, wenn wir dann damit starten können, werden wir schrittweise, Stück für Stück die Flotte wieder hochfahren, sodass wir dann im Laufe des nächsten Jahres bereit sind und hoffentlich dann wieder alle Schiffe Entschuldigung, fahren lassen können. Bruno, wie sieht es denn bei euch aus, konkret mit der Wiederaufnahme von der Kreuzfahrten? Das hängt natürlich mit der Weiterentwicklung vom Pandemie-Geschehen zusammen. Wir sind da in engem Kontakt mit der EU und natürlich auch mit dem deutschen Auswärtigen Amt und sind ja einfach zuversichtlich, dass wir sobald wie möglich, sobald wie realistisch, wieder starten können. Bleiben wir doch einen Moment bei AIDA Cruises. Bruno, ihr habt das Schutzkonzept von AIDA Cruises bereits testen dürfen. Wie sieht das Schutzkonzept ganz genau aus? Das sehen wir jetzt eingeblendet. Das ist unsere sogenannte Roadmap, die sieht vor der Reise. Das sind diverse Massnahmen. Der wichtigste ist natürlich, dass der Covid-Test muss gemacht werden und dann aufgeladen werden. Das bekommt ihr aber auch, wenn ihr eine Buchung habt. Die ganzen Abläufe, die ganzen Timelines, die werden zugeschickt. Dann natürlich an Bord. Eines von der grössten oder wichtigsten Massnahmen ist natürlich, dass man mit sogenannt entsprechender Auslastung fährt. In der Regel ist das Maximum 60%, wo das Schiff aufnehmen kann. Dann natürlich auch sonst. Wir haben die allseits beliebten Buffet-Restaurants sind leider so nicht durchführbar. Wir haben sie in Service-Restaurant umgewandelt. Es gibt keine Shows mit dem grossen Show-Ensemble, mit Akrobatik und so. Leider nicht. Wir hoffen natürlich, sobald wie möglich. Es gibt einfach einzelne Shows, vor allem mit Gastkünstlern. Und das Theatrium wird natürlich nicht voll besetzt. Das zu Anbord. Und die Ausflüge, das habt ihr wahrscheinlich auf den Medien schon mitbekommen, das ist eine sogenannte Bubble. Also man macht ganz geschlossene Ausflüge in einer Gruppe, im gleichen Bus. Und ja, das ist auch schon bei AIDA vorgekommen, das ist auch schon bei anderen Reedereien vorgekommen, dass sich Leute entfernt haben während dem Ausflug. Und diesen Leuten hat man den Zugang an Bord nicht mehr gewährt. Also ihr seht, wir nehmen das sehr ernst und wir tun das auch absolut so durchziehen. Michael, ihr habt ja auch schon ein Schutzkonzept aufgeleistet. Das Schutzkonzept, kannst du uns da dazu ein bisschen genauere Informationen geben? Das Schutzkonzept wird unter dem Dach des NCL Peace of Mind, sicher reisen, flexibel buchen, zusammengefasst. Da arbeiten wir eng mit der CDC in den USA, das ist das Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention, zusammen. Und entwickeln noch strengere Protokolle, strategische Anwendungen und unterstützende
innovative Maßnahme, um die Anforderungen dieser Behörde, der CCC, sobald diese, wie gesagt, fertiggestellt sind, zu erfüllen. Wir haben hierzu schon einen Maßnahmenkatalog mit 72 Punkten an die CDC eingereicht. Und wie gesagt, unter diesem Maßnahmenkatalog hat die CDC auch schon eben das von mir vorher angesprochene Conditional Sale Order gestattet oder erlassen. Zu diesem gehören dann, zu den gesamten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, die wir dann, wie gesagt, flottenweit implementieren werden. Da wird jedes Schiff sozusagen einzeln zertifiziert, gehören verbesserte Screening-Protokolle, neue Luftfilter an Bord. Also da geht es, wie gesagt, genau um diese luftreinigen Filter, dieser HEPA-Filter. Noch strengere Hygienemaßnahmen. Jetzt kann man ja sagen, die Reedereien waren ja schon immer extrem stark im Bereich Hygiene. Es war immer schon sehr, sehr wichtig und ein Hauptfokus. Und das wird nochmal verstärkt. Die konsequente Umsetzung von Abstandsregelungen, das ist jetzt, wie gesagt, heute ja in aller Munde und das ist der wichtigste Punkt, glaube ich. Erweiterte medizinische Ressourcen, hierzu werden auch jetzt deutlich, sagen wir mal, im Bereich Personal und so weiter und so fort, wird natürlich an Bord einiges dort auch gemacht werden. Und auch die Ausweitung der Sicherheit an Bord und auf Landgängen. Auch hier ist ein erweitertes Schutzkonzept bereits installiert. Dann eine Frage an euch beide. Was müssen Kunden aktuell bei einer Kreuzfahrtbuchung beachten? Also im Moment kann man für die Abfahrten vom 1. Januar bis 31.12.2021 bis 15 Tage vorher kostenfrei im Rahmen von diesem Peace of Mind-Programm, unter dem wir, wie gesagt, nicht nur die Sicherheit, auch die Unbuchbarkeit zusammengefasst haben, stornieren und dann bekommen die Kunden den kompletten Betrag auf das Kundenkonto zur erneuten Verwendung gutgeschrieben. Das ist das Erste, was man im Hinterkopf einfach wissen kann und dann auch sagen kann, okay, ich habe da wirklich völlig Sicherheit. Und gleichzeitig, was wichtig beim Buchen ist, ist, glaube ich, unser Free-EC-Programm, das ich immer sehr, sehr wichtig finde und herausheben möchte, dass der Kunde wirklich dann auch weiß, okay, unser Kreuzfahrtpreis ist der Hauptteil der Kreuzfahrt und darüber hinaus kann man für 99 Euro pro Woche und pro Person für sehr, sehr wenig Geld sozusagen eine Auswahl aus 5 Paketen, 2 Pakete wählen, zum Beispiel ein Getränkepaket, ein Dining-Paket, ein Internetpaket oder vielleicht der Wunsch, dass die dritte und vierte Person nur Steuern auf den Fahrten zahlen. Also gerade für Familien sehr, sehr interessant. Das ist etwas, was man wirklich bei der Buchung immer im Hintergrund einfach dran denken sollte, dass man hier bei NCL noch einen sehr, sehr großen Benefit erhält. Also es ist nicht wahnsinnig viel. Grundsätzlich sagen wir einfach, man kann unbeschwert buchen, weil wir haben die Storno- oder Umbuchungsbedingungen angepasst. Bei euch in der Premium kann man bis 30 Tage vorher gratis umbuchen und bei euch in der Vario kann man 60 Tage vor Abreise gratis umbuchen. Sollte es dann in der während der Frist vor kurz vor der Abreise zu einem positiven Covid-Fall kommen, dann kann man bereits bis zum Abfahrtstag eigentlich gratis umbuchen. Das gilt vom 31. bei Buchungen bis zum 31.01. und für Abreisen bis zum 31.10.2021. Sonst wahnsinnig viel beachten muss man nicht. Wichtig ist einfach, dass man den Covid-Test zum Voraus macht und rechtzeitig, das heisst 72 Stunden vor Reisebeginn, auf MyAida auflässt. Und wir tun natürlich das aktuelle Geschehen immer verfolgen, tun unsere Kunden informieren und wenn einfach dann ein Mail oder ein SMS, je nachdem, wie es mit der Dringlichkeit ist, reinkommt, dass das einfach den Kunden beachtet und sich entsprechend, was auch immer dann die Vorkehrung ist, auch umsetzt. Als Dankeschön für den Test wird pro Person automatisch ein 50-Euro-Gutschein für einen Shop an Bord eingerichtet. Bei euch beiden kann man ja An- und Abreisepakete zubuchen. Michael, zeige euch doch den Vorteil für den Kunden auf. Ja, also wir haben, das ist jetzt ein sehr schönes Thema, weil es jetzt wirklich ganz, ganz frisch ist und sehr, sehr neu. Wir haben unser neues
Flugprogramm, das jetzt in Kürze startet, und auch über unsere Partner, über unser Partner Knechtreisen, auch buchbar sein wird, startet unser NCLR-Programm. Das hat ein paar ganz, ganz entscheidende Vorteile, die eine maximale Flexibilität erlauben, die es so früher nicht gab. Es ist praktisch jeder Linienflug zu den Abfahrtszeiten des Schiffes passend zum Anreisetag wählbar. Ist eine Übernachtung im nahtlosen Anschluss an den Flug zur Abfahrt am nächsten Tag notwendig, gegebenenfalls auch Rückflug, ist das dann auch inklusive. Das wird dann alles eingearbeitet. Das ist ein sehr, sehr tolles, umfangreiches Programm. Es können quasi alle Flüge auch Tage vor der Kreuzfahrt als Paket mitgebucht werden. Das heißt, die Gäste können bis zu 30 Tage vor Abfahrt, da soweit haben wir die Flexibilität im System schon mal gestattet, die Flüge auf Wunsch kombinieren. Das heißt, auch da in Kombinationsreisen, wenn der Gast jetzt, sage ich mal, eine Woche vorher schon anreisen möchte und den Flug trotzdem über uns buchen möchte, so ist das überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, das Beste ist, wie gesagt, volle Flexibilität, wenn man das wünsche. Wir bieten einerseits Flex-Tarife an, um die günstigsten Flugpreise der Airlines zu erhalten, gibt es dann natürlich dann auch die Tarife, die man dann auch fix buchen muss, wo man dann keine Flexibilität im Datum hat, wenn man dann umbuchen müsste nochmal. Aber das ist für alles verfügbar. Also für die Economy, für die Premium Economy, für die Business, für die First Class. Das ist alles da und das ist, das ist schon mit dem Flugpaket, das wir da anbieten, das ist schon einen riesen Schritt nach vorne. Wir hatten vorher schon Flugpakete, aber sehr starr mit nur bestimmten Flügen, die wir angeboten haben. Und jetzt hat der Gast wirklich eine extreme Flexibilität. Bruno, und welche Vorteile haben eure Kunden? Grundsätzlich hängt das einfach ab, was der Kunde genau möchte. Möchte er Herren, Cruise und Retour, vereinfacht gesagt, dann ist das An- und Abreisepaket natürlich das perfekteste, sozusagen als rundum sorglos Paket. Wenn aber der Wunsch ist, vor und oder nach Programm speziell dann noch ein Hotel oder Transfer oder Mietwagen oder Exkursionen, wenn man eben die Cruises einbaut in eine Gesamtreise, dann ist natürlich klar, dann seid ihr bei euch im Reisespezialist besser aufgehoben und wird auch entsprechend alles gebucht und euch zusammengestellt. Dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich. Was möchtet ihr noch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf den Weg geben? Ja, lieber Dario, erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, auch unter schwierigsten technischen Umständen jetzt hier, das alles möglich zu machen. Ich weiß ganz genau, was für ein großer Aufwand dahinter steht. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, da ich ja nicht persönlich kommen konnte. Und was möchte ich den Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Ich kann nur sagen, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet für die Zeit nach Corona. Und jeder, der sagt, er hat da schon einen wirklichen Urlaubswunsch und möchte das machen, sie können schon jetzt ihre Traumreise buchen. Mit unserem Partner Knechtreisen haben diese auch wirklich direkten Kontakt zu mir, um auch jederzeit Frage und Wünsche zu stellen und auch die kompliziertesten Fragen wirklich zu beantworten. Da sind sie wirklich gut aufgehoben bei Knechtreisen und haben wirklich, wenn sie da auch irgendwelche noch Fragen im Nachgang jetzt haben und die direkt an mich stellen wollen über Knechtreisen, überhaupt kein Problem. An Bord unser Schiff ist einfach Platz, viel Platz für sie, für die Freiheit an Bord, viel Spaß, für Erholung. Und das ist ja etwas, was wir wirklich für das Jahr 2021 uns alle dringend wünschen. Erholung. Und wieder mehr Lockerheit, mehr Spaß und mehr Freude. Dass sie grundsätzlich das Lächeln nicht verlieren, das, was wir mit unserem Kussmundschiff in die Welt heraustragen. Und wir hoffen natürlich, sie bald an Bord oder vielleicht sogar an einem Kundenanlass, vielleicht sogar hier in Windisch, können zu begrüßen. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse und auf Wiedersehen! Vielen Dank für die tollen Worte, Bruno und Michael. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben rund um das Thema Familienkreuzfahrten, dürfen Sie gerne die hier im Live-Chat stellen. Unser Kreuzfahrten-Team ist noch einige Minuten live und wird die gerne beantworten. Sollten Sie im Nachhinein Fragen haben oder möchten sich gerne für eine nächste Kreuzfahrt beraten lassen, dürfen Sie eine von unseren zahlreichen Knechtreisefilialen in der Schweiz besuchen. Wir sind Ihnen gerne für die nächste Kreuzfahrtbuchung
zur Stelle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Schiff Ahoi, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.